Die Lufthansa First Class bekommt eine Türe. Da gab es einen Leak auf einem LinkedIn-Post, aber auch auf Twitter. Des Weiteren, Starlines hat gestern ja überrascht mit einer Kooperation mit einem europäischen Bahnunternehmen. Meine Vermutung war ja Deutsche Bahn AG. Jemand anders sagte, die Schweizer wären es. Nichtsdestotrotz, dann als drittes Thema haben wir dann logischerweise jetzt auch noch etwas, was aus der Welt des Eurowings-Universums kommt. Und zwar, wie läuft die Operation mit den Finnair A350? Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. An dieser Stelle natürlich wieder die Ausgabe, auch wenn ich mitten im Umzugsstress bin. Morgen wird es vielleicht schon aus den neuen Räumlichkeiten eine Sendung geben. Nichtsdestotrotz, ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, bringt die Leitung zum Glühen, indem ihr kommentiert und uns ein Like dalasst. Das erste Thema ist die Star Alliance und zwar... wir müssen einfach mal zwei Dinge uns anschauen. Und zwar die Star Alliance ist ja mit 26 Fluggesellschaften. Morgen werden wir übrigens auch ein Thema haben, nämlich der Geburtstag der Star Alliance. Ist ja sehr, sehr innovativ im Moment. Man möchte mit der Bahn zusammenarbeiten. Sie möchten aber auch eine Kreditkarte rausbringen. Ja, ganz genau. Jetzt sagt er, was wäre der Vorteil von einer Star Alliance Kreditkarte im Vergleich zu einer Kreditkarte von Lufthansa, Miles & More oder wem auch immer. Der Vorteil ist ganz einfach, und das ist halt das, was man im Kopf behalten muss, dass man mit dieser Karte auf alle 26 Fluggesellschaften zugreifen kann. Man muss das sich im Prinzip so vorstellen. Alle 26 Fluggesellschaften haben eine eigene Währung, zumindest viele davon. Die LOT zum Beispiel oder die Lufthansa-Gruppe, die benutzen Miles & More. Dann bei Air Canada, die haben Aeroplan. Dann bei United, die haben wir eine andere Währung. Und diese Währungen sind halt relativ unvergleichbar, zumal man ja auch von Lufthansa auch nur mit einem Lufthansa-Ticket ein Upgrade machen kann, wenn man bei einer anderen Fluggesellschaft fliegt und dann die Verfügbarkeiten problematisch sind. United zum Beispiel, wer bei United sammelt, weiß es, wenn ein Lufthansa First Class buchen kann, der kann ja erst, ich glaube, 14 Tage vorher die First Class buchen und dann sind die Verfügbarkeiten natürlich etwas eingeschränkter. Auf der einen Seite ist das natürlich gut, dass wenn man Lufthansa-Kunde ist, als Horn Circle oder als Senator, Zugriff hat auf die eigene Gruppe. Aber diese Kreditkarte wäre im Prinzip so, stellt euch das vor wie den Euro. Also wenn wir verschiedene Staaten haben, so wie Deutschland, Frankreich, die dann den Franc hatten, die Belgier hatten, den belgischen Franc, die Holländer hatten, die Gulden. Dann gab es in Estland estnische Kronen, in Finnland gab es finnische Mark. Also ihr versteht das Prinzip. Und da wird dann eine Währung draufgesetzt. Das wäre dann so wie der Euro in verschiedenen Ländern. Und die Starlines-Währung funktioniert dann bei allen. Das wäre doch mal eine geile Geschichte. Und was auch ist, die Starlines stellt ja selber keine Tickets aus. Das heißt also, Lufthansa hat ein Ticket Nummer 220 und so weiter und so fort. Das heißt also, jede Fluggesellschaft hat eigene Tickets. Und damit würde man, wenn man mit der Starlines sammeln würde, hätte man die Flexibilität, überall diese Meilen einzusetzen. Ich glaube ganz einfach, dass das etwas ist, was nicht schlecht ist. Wichtig ist aber, wo kommt diese Kreditkarte auf den Markt? Ganz genau. Weil wenn man sich das anguckt und das Statement von Jeffrey Goh, das ist der CEO von der Starlines, war halt einfach irgendwo auf der Welt. Hey, what the heck, irgendwo auf der Welt? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir glücklich, dass es in Deutschland passiert. Warum? Ganz einfach, die Starlines hat ja hier ein Hauptquartier. In Singapur haben sie ja auch irgend sowas wie ein Hauptquartier. Vielleicht geht es auch auf den amerikanischen Markt, weil da über 400 Millionen Menschen sind. Ich bin mal gespannt, wo diese Karte kommt. Also, wenn man sich diese Karte kommt, wo die dann halt kommt. Und das wäre natürlich, wie Goh sagt, the Holy Grail. Ich finde das auch sehr, sehr innovativ. Würde das ausbedeuten für andere Karten? Glaube ich nicht, aber es wäre halt ein sehr, sehr schönes Add-on. Und da werden natürlich dann auch Promotions gefahren und. Dann wäre das Ganze halt nicht mehr so Lufthansa-lastig. Man kann auch mit Singapore Airlines dann vielleicht einfacher fliegen. Chris Flyer, man weiß es nicht. Aber da bitte ich euch einfach, kommentiert unten, was ihr davon haltet, wenn die Kreditkarte kommt. Würdet ihr euch eine Starlines-Kreditkarte holen und da dann mehr sammeln als bei der Lufthansa? Ich glaube nämlich, wenn man eine Starlines-Kreditkarte sich holt, dass am Anfang da schon ganz schöne Boni kommen können. Also, gespannt bleiben.
Das nächste Thema, Lufthansa First Class. Die Lufthansa First Class, da gibt es ja viele Gerüchte und wir merken halt einfach, dass zum Beispiel der 80er ja leider wirklich nicht wiederkommt und dass die die First Class bei der Lufthansa halt wirklich auf dem Weg nach unten ist. Nach unten ganz einfach deshalb, weil die 380er nicht mehr kommen, Sitzplätze sind weggekommen, 8 Stück. Dann mit 14 Flugzeugen, könnt ihr selber ausrechnen, wie viele Sitzplätze das sind. Dann die 350er haben keine, die 350er kriegen dann nur 4 Stück. 777 kommt nicht. Also insofern ist das halt etwas, wo man das Augenmerk drauf richten soll. Lufthansa hat ja auch gesagt, dass man die Kabinen alle mehr in den Premium-Bereich bringen möchte. Das wäre also jetzt der Auftrag. Gab ja auch diesen Brandbrief der Aktionäre, dass man halt gesagt hat, die Lufthansa sollte ihre Kunden wieder lieben. Und das ist halt etwas, was die Lufthansa sich anscheinend auch auf die Fahne geschrieben hat. Da gibt es ein Bild aus dem Internet und ich poste das irgendwo. Da sieht man auf dem Plakat stehen Folgendes. Und zwar, das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man sich das anguckt, dass da nämlich Folgendes steht. Future Intercont Experience First Class. Und dann steht auf diesem Ding drunter, das kann man fast nicht erkennen. Und als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was steht denn da? Und da steht dann drunter, Fully Closable Suites. Also, ich glaube, die Katze ist aus dem Sack. Man bekommt in der First Class eine Suite, wo die Tür zu schließen ist. Ihr kennt die Handbewegung, habe ich bei Air France auch gemacht. Also, aber Air France ist Business Class. Oder ist das wie bei Air France mit einem Vorhang? Also die First Class hat ja einen Vorhang, die Business Class hat ja was Härteres, aber ist natürlich nicht ganz so hoch. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Was glaubt ihr denn? Wie wird die First Class da dann sein? Ist das etwas, wo man sagen muss, naja gut, das ist Geschmackssache sowieso, aber soll sie komplett geschlossen sein? Wird es ein Vorhang sein? Soll es eine Tür sein? Und jetzt komme ich wieder mit meiner These. Ja, Lufthansa, das ist schön, dass ihr das so macht, aber bei vielen Fluggesellschaften ist das schon der Business Class Standard und ihr macht das in der First Class. Schade. Aber vielleicht wird der Fernseher größer oder der Bildschirm, wie das so schön heißt, bei Lufthansa vielleicht etwas größer. Also, naja. Kommentiert unten, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt, ob ihr sagt, dass so eine Tür wichtig ist, sinnvoll ist oder ob ihr das sagt, das muss auch in die Business Class rein, die müssen das halt einfach umbauen. Die sogenannte 5-Sterne-Business Class, die ja bis jetzt noch nie geflogen ist, von Skytrax bewertet, das ist too much, too late. Ich weiß es nicht. Oder too much? Nee, too less, too late. Sowas richtig. Kommentieren. Eurowings Discover. Also die Eurodisco, wie sie genannt wird. Da gab es die Frage, und die Frage habe ich ja auch unter meinem Beitrag gehabt, wo ich gesagt habe, dass die Finnair-Maschinen verliest, und zwar verliest sie 350er. Die haben keine Premium Economy. Und auch die 220er, 300er, die von der von Air Baltic kommen, sind ja auch nicht Flugzeuge, die in dem Standard sind. Also im Prinzip, das Hardprodukt ist immer von der Fluggesellschaft, um das einmal ganz klar zu sagen. Das heißt also, wenn ihr in der Air Baltic-Maschine sitzt, werdet ihr einfach diese Air Baltic-Sitze haben. Ich persönlich finde sie gar nicht so unbequem. Für mich ist so der Geheimspot immer die erste Reihe. Warum ist das ein Geheimspot? Weil da ist nochmal mehr Platz als normal. So empfinde ich das jedenfalls. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, die Exit Row. Alle anderen sind natürlich vom Platz her problematisch. Jetzt lasst uns zu den 350ern gehen. Die 350er von der Finnair haben halt die alte Fischgräten Business Class, mit der bin ich nach Los Angeles geflogen oder auch an andere Destinationen. Ja, ist full flat, ist ein bisschen kurz, ist ein bisschen eng, aber ist halt Business Class und full flat. Ist gut. So, wenn man jetzt Premium Economy gebucht hat, dann hat man ja im Prinzip einen größeren Economy Class Sitz, heißt also da, wo 3 Sitze sind, habt ihr nur 2. Und das andere Thema ist, man hat also mehr Platz nach vorne und so weiter und so fort. Das könnte man natürlich auf dem Economy Class jetzt gar nicht darstellen in der Finnair. Deshalb werdet ihr upgradet. Ganz genau. Also alle, die Premium Economy gekauft haben, fliegen Business Class. Kriegen wahrscheinlich auch einen Business Class Service. Ich weiß es nicht ganz genau, ob man da jetzt zum Beispiel sagt, die letzten 2 Reihen sind dann nur Premium Economy. Aber vom Essen her ist da ja jetzt nicht wirklich so viel Unterschied. Also insofern ist die Frage beantwortet, was damit passiert. Dass bei dem Wet-Leasing natürlich die Eurowings-Standards gelten, aber die Hardware ist eine Finnair-Hardware.
Das ist der Preis, den man bezahlt, wenn man halt kometenhaft das Produkt ausrollt und weiter wachsen will, wachsen will, wachsen will, wachsen will und wachsen will. Und da kommt das halt zu einem Wetlease. Ich persönlich, wenn ich Premium Economy gebucht hätte bei Eurowings, ich wäre froh, bei Finnair in der Business Class zu sitzen, weil das ein ganz klares Upgrade ist. Ob ich froh wäre mit der Business Class, wenn ich bei Eurowings gebucht hätte, wäre Finn in der Business Class. So and so. Der Einzelsitz ist natürlich besser als diese Zweiersitze, das kann man der Ehrlichkeit halber sagen. Ist eine persönliche Geschmackssache. Also da würde ich einfach von euch Feedback erwarten. Was haltet ihr davon? Sagt ihr, das ist ein Upgrade, das ist ein Downgrade von Business auf Business? Aber von der Premium Economy ist das 100% ein Upgrade. Da gibt es keine Fragen. Also wer da was anderes sagt, kann das unten gerne kommentieren. Aber ich bin nicht auf eurer Seite. Ne? Also insofern, das war heute eine kurze Sendung. Bin ich über 10 Minuten gekommen? Ich muss mal gucken. Ansonsten müsste ich das ja wieder in die Länge ziehen, weil 10 Minuten wollen wir ja immer machen. Ich bin über 10 Minuten gekommen. Also insofern können wir hier wieder beenden mit 3 Themen. Ich hoffe, dass ihr das interessant gefunden habt. Morgen wieder eine hoffentlich etwas längere Ausgabe. Lassen wir uns überraschen, ob Mario dabei ist. Auf jeden Fall kommentieren, liken. Liken und dann natürlich abonnieren und die Glocke anmachen. Danke dafür, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV Takeoff dabei gewesen seid und einen schönen Restfreitag für euch. Deshalb die Sendung heute auch etwas früher. Also, bis dann. Ciao. Jetzt aber raus hier. Tschüss.